meiner Sicht ist Ende nicht absoluter Favorit. So zumindest die knackigen Worte von Euskirchens Trainer Frank Molderings vor dem so wichtigen Viertelfinale gegen den unterklassigen Gegner aus Bonn. Nichtsdestotrotz möchte sich der TC Euskirchen im Duell mit dem SV Ende nicht durchsetzen und erstmals in seiner Vereinsgeschichte das Halbfinale des Verbandspokals erreichen. 300 Zuschauer haben trotz kalter Temperaturen den Weg auf die Bezirkssportanlage West gefunden und sind gespannt, ob Kapitän Thomas Lessenich sein Team trotz einiger krankheitsbedingter Ausfälle zum Sieg führen kann. Endenich von rechts nach links spielen beginnt mit hohem und vor allem aggressivem Pressing, welches Euskirchen wie hier zu Ballverlusten treibt. Schnelle Umschaltbewegung, doch der Abschluss von Daniel Schmitz ist zu umplatziert. Die Heimmannschaft drückt auf die schnelle Führung. Standardsituation getreten von Dennis Ochs. Getümmel im Strafraum und dann ist der Ball drin. Doch Sven Binder pfeift Offensivfoul. Richtige Entscheidung des Schiedsrichters. Wir springen in die Schlussphase der ersten Halbzeit. Unnötiges Foulspiel von Dennis Schmitz im Halbfeld. Und Euskirchen hat da einen Experten. Dustin Zahnen legt sich den Ball hin und bringt eine weiche Flanke auf Thomas Lessenich. 0:1. Der Kapitän köpft seine Mannschaft vor dem Pausenpfiff zur überraschenden Führung. In der Mittelrheinliga traf er bereits in 15 Spielen 5-mal, jetzt auch im Pokal. Das zeigt, wie wichtig er für sein Team ist. Nach dem Seitenwechsel das gleiche Bild. Ende nicht mit mehr Spielanteilen, doch der ETSC abgebrühter vor dem Tor. Mohamed Dahas mit dem Pass auf den mitgelaufenen Mahmoud Bashito und schon steht es aus dem Nichts. 0:2. Mahmoud Bashito krönt seine bisher gute Leistung mit einem Tor und sammelt Argumente, um auch in der Liga Einsatzzeiten zu bekommen. Bisher stand er lediglich 247 Minuten auf dem Platz. Die Bonner antworten auf den 2-Tore-Rückstand mit wütenden Angriffen. Tobias Roth erst an den Pfosten und dann ins Tor. Der Kapitän der Endenicher köpft endlich den Anschlusstreffer. Der Glaube an die Pokalsensation ist wieder da. Schlussmann Marco Höschel ohne jegliche Abwehrchance. Nächster Eckball für Endenich. Unglaublich, was jetzt hier abgeht. Der Ball kommt über Umwege zurück zu Dennis Ochs. Erneute Flanke, Getummel im Strafraum, Schuss, aber viel zu umplatziert. Mit etwas mehr Konzentration hätte Tobias Roth hier den Doppelpack markiert. Es läuft bereits die 88. Spielminute. Mohamed Dahas mit dem Pass auf den mitgelaufenen Thomas Lessenich und der macht den Deckel drauf. Große Erleichterung bei den Spielern, Fans und Verantwortlichen. Der Kapitän entscheidet die Partie mit seinem zweiten Treffer am heutigen Abend. Und danach ist auch Schluss. Euskirchen gewinnt gegen Ende nicht und zieht am Ende etwas glücklich zum ersten Mal ins Halbfinale des Mittelrheinpokals ein.